In den kommenden Jahren und Jahrzehnten wird es immer wichtiger, diese kleinen Freunde anzuziehen bzw. zu kultivieren, nämlich Bäume. Egal jetzt aus einem Kern oder aus Stecklingen, es wird immer wichtiger. Und ja, ich möchte euch einfach mal so ein kleines Update von meiner kleinen Baumschule zeigen, was für Stecklinge ich gezogen habe, von welchen Pflanzen und warum ich überhaupt aus Kernen Bäume ziehe. Und welche Bäume ich schon erfolgreich aus dem Samen rausgezogen habe, wie hier diese kleine Pfirsich. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute bei diesem sonnigen Aprilwetter eingeschaltet habt. Es hat bei uns die letzten Tage durchgehend geregnet und jetzt ist mal wieder Sonnenschein. Und diese Gelegenheit nutze ich einfach mal, um zu zeigen, was ich alles für Stecklinge und kleine Bäumchen habe oder allgemein, welche Bäume ich hier in meiner Permakultur habe. Also hier kann man jetzt verschiedene Stecklinge von Johannisbeeren sehen. Habe ich mal von Nachbarn oder Bekannten gezogen, von Sträuchern. Einfach ein paar Triebe, einjährige Triebe abgeschnitten. Und die dann in Erde getopft. Hier zum Beispiel sind jetzt alle gekommen. Alle 4 Stück. Die werde ich dann in den nächsten Tagen umtopfen, sozusagen vereinzeln. Hier genauso. Das könnte jetzt eine rote oder eine schwarze sein. Das weiß ich nicht genau. Oder auch eine weiße. Ich habe alle 3 herkömmlichen Sorten. Hier sind auch alle gekommen. Und bei denen sieht man auch schon das fabelhafte Grün. Freut mich auch wirklich sehr. Mal schauen, weil ich werde einfach diese Stecklinge, wenn ich nicht genug Platz habe, einfach an Menschen weitergeben. Freunde, Bekannte oder wenn einer von euch Interesse hat, gerne auch bei mir melden. Ich gebe gerne sowas weiter. Dann hier, das ist eine Eiche von unserer Friedenseiche hier in Ehekirchen. Da habe ich einfach mal in dem Mulch mit dem Laub waren halt die Eicheln mit drinnen, ist halt der Samen von der Eiche und den habe ich jetzt in einen schönen großen Topf reingesetzt, weil ich weiß, dass Eichen, also als ich die Wurzel von dem kleinen Bäumchen hier gesehen habe, hat es mir die Sprache verschlagen, also die war doppelt so groß wie hier das wie der obere Stiel, also die Wurzel ist riesengroß und da merkt man auch, wie wertvoll solche Bäume sind wie Eichen, also die durchwurzeln im Boden wirklich stark und die Wurzel war einfach nur monströs im Vergleich zu dem oberen. Also da tut der Schein oftmals trügen. Das da könnten jetzt auch Johannisbeeren sein. Höchstwahrscheinlich. Hier ist nur 2. Hier unten kann man die jetzt zum Beispiel sehen. Und hier sind jetzt auch 2 Johannisbeeren. Genauso wie hier. Weil das könnten sogar statt Johannisbeeren Trauben sein. Also das mache ich auch immer gerne, von Trauben mir Stecklinge zu ziehen, um sie so zu vermehren. Kann man auch mit Goji-Beeren machen. Empfehle ich sehr. Also immer auf, von jeglichen Reben. Kiwis mache ich auch die nächste Zeit. Und bei dem bin ich mir nicht ganz sicher, was das für ein Baum ist. Also habe ich mir von irgendwas einen Steckling genommen. Könnte Maulbeer sein. Zum Beispiel weiß ich jetzt nicht genau, habe ich mal letzten Herbst gemacht, da lasse ich mich einfach mal so überraschen. Dann machen wir mal gleich hier weiter. Also hier habe ich jetzt die 2 Pfirsiche aus den Kernen, die ihr sehen könnt. Die sind jetzt von diesem Jahr, die sind rausgekommen. Das ist eine Zwetschge vom letzten Jahr, die ich aus dem Kern gezogen habe. Und hier könnt ihr jetzt allgemein auch meine Aprikose sehen in einem Kübel. Und hier unten beispielsweise, das ist jetzt eine Feige. Also von den beiden, hier, die in dem Kopf kultiviert sind. Von denen ist es ein Stecklinggehölz. Und hier an der Seite genauso. Kann man hier auch erkennen, auch eine Feige.
Die habe ich mir auch, ich glaube vor 2 Jahren habe ich die gezogen. Hier ein bisschen die Jungpflanzenanzucht, die sie sich ein bisschen abhärten. Und jetzt zum Beispiel hier eine Johannisbeere, also meine schwarze Johannisbeere, die man kultiviert, die wir hier kultivieren. Hier ist die eine Traube, von der ich auch immer gerne Stecklinge nehme. Und sonst allgemein, was man hier auch noch sehen kann, habe ich ja auch schon öfters in den Videos gezeigt. Das ist jetzt meine Nektarine in einem Topf. Die beiden Feigen, wie bereits erwähnt. Und was ich halt dann, ja, sonst, was man noch alles aus Wurzelvermehrung und Stecklingen machen kann, ist jetzt, wenn ich mal nach hinten gehe, da kann man vielleicht da den Rhabarber sehen. Den kann man auch super mit Wurzelvermehrung vermehren, also Wurzelteilung, und einfach sich ihn duplizieren. Und ja, sonst zeige ich jetzt euch noch einen kleinen Ausschnitt, wo ich nicht reden werde, was ich noch für Bäume in Töpfen kultiviert habe. Und dann gehe ich dann noch ganz kurz nach drinnen ins Haus, weil da habe ich auch noch eine kleine Überraschung für euch. Gut, hier im Haus können wir jetzt erstmal sehen, dass ich beispielsweise Drachenfrüchte vorgezogen habe in der Anzuchtschale, und die habe ich jetzt gestern pikiert oder in einen großen Topf gesteckt. Wie wir jetzt hier sehen, sind so kaktusähnlich. Freut mich auch wirklich, dass es funktioniert hat. Die Samen hatte ich aus Costa Rica, habe ich dann in der Drachenfrucht gegessen. Hier, das ist die Banane, die San Monzana, die ist jetzt über die Monate gekommen, hat sich erholt und treibt wunderbar aus. Hier vorne, das ist ein Avocado-Kern, der schon, als ich die Avocado gegessen habe, schon gekeimt hat. Und den habe ich jetzt einfach in Topf Erde gesteckt und schauen, ob der austreibt oder nicht. Dann habe ich hier noch an der Seite 2 Avocado-Kerne. Als ich die gegessen habe, habe ich die einfach in Erde reingesteckt und die sind jetzt gekommen. Die sind jetzt recht jung, 1 Monat alt. Und hier kann man halt das Übliche noch sehen von den ganzen Baumpflanzen. Also hier, das hier und das sind Cherry Moyas. Das ist die Sapote Negro. Hier vorne, das sind 2 kleine Orangen. Das ist die Graviola, ist eine größere Form von der Cherry Moya. Und das hier ist jetzt eine andere Pfirsich, die ich vom letzten Sommer noch aus dem Samen rausgezogen habe. Die hatte ich dann über den Winter, ist sie dann gekommen. Muss ich auch noch ein bisschen erholen. Hier in der Anzuchtschale versuche ich Indianerbananen, also die Pawpaws aus Kernen, zum Keimen zu bringen. Und sonst kann man hier noch die 2 Avocados sehen, die ich aus Costa Rica mitgenommen habe. Das sind beides Hass-Sorten. Und die dritte dahinter, das hier, das ist die Colosso. Muss ich mal schauen, ob sie sich erholt. Und da vorne ist die Anzuchtschale, wo ich jetzt gleich ein bisschen näher rangehe. So, hier auf der Anzuchtschale hat sich einiges getan. Hier habe ich subtropische Früchte reingesetzt, die ich auch zum Teil von meiner Reise mitgenommen habe. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel hier drüben anfangen, dann können wir halt hier die
Kaktus oder die Drachenfrüchte sehen. Die hatte ich hier erst anzuschalten. An der einen hier in dem Loch, da waren drei Stück drin. Das sind jetzt die, die ich da rauspickiert habe. Das könnte die Sternenfrucht sein, das weiß ich noch nicht genau. Hier eine Reihe Papaya, denke ich. Und das sind jetzt so zwei Besonderheiten. Also das sind jetzt beides Bananen. Und diese Banane hier, das ist die silberne Banane, also eine silberfarbene Banane. Das ist zum Beispiel die ursprüngliche Sorte von unseren jetzigen Bananen, die man im Supermarkt kaufen kann. Und das ist die goldene Lotusbanane, die ist also, bildet so kleine lotusförmige goldene Früchte. Und das sind beides zum Beispiel ja, Bananen, die man, wenn sie größer werden, auch ins Freiland setzen kann mit entsprechenden Schutzmaßnahmen. Die sind winterhart und sind ja also so ziemlich ja, ursprünglichere Sorten. Und hier habe ich noch zum Beispiel rosa Bananen, also rosa Zwergbananen, dann eine blaue Banane ist auch mit dabei. Und ja, die versuche ich jetzt einfach ja, zu Keim zu bringen. Die beiden hier sind jetzt vor einem Monat rausgekommen, was mich halt sehr gefreut hat. Und ja, das ist einfach, ja, es macht mir einfach Spaß, ja, Bäume zu kultivieren aus Stecklingen, aus Samen, und ich möchte euch einfach gerne da teilhaben lassen und euch auch ein bisschen motivieren, das selber zu machen. Und damit möchte ich auch das Video dann belassen. Gerne könnt ihr dem Video einen Daumen nach oben geben, das würde mich natürlich sehr freuen. Ihr könnt auch meinen Kanal kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken. So werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und sonst. Ja, wünsche ich einfach nochmal einen schönen und einen entspannten April. Viel Spaß im Garten oder bei euren Projekten. Vielleicht seht ihr auch Bäume, würde mich auch sehr interessieren. Und sonst vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.